Hey ho, meine lieben Schnäppchenjäger. Ich habe Zeugs verkauft in rauen Mengen. Naja, es geht so. Und jetzt werden wir einkaufen bei Rüstungshändler Proximus. Ihr seht, ich habe 602 güldene Dukätchen. Eigentlich hatte ich es nicht vor, es zu tun, aber drauf geschissen. Die Ritterrüstung 8888888888 ist mein ganz allein. So, die kriegt der der Zwerg Nummer 2, der Vorgrim. So, wo ist er? Dann zieht er seinen Ringelpanzer aus und ist, ja, von Kopf bis Fuß ganz gut geschützt, auf dass es dann im Kampf was nützt. Ja, mehr großartiges Zeugs können wir ihm jetzt leider nicht anlegen. Aber da freut sich der liebe Quernoboy. Ja, ja, ja. Jetzt ist er auch ein bisschen besser, ein klitzekleines bisschen besser geschützt. Natürlich auch was seine. Ja, seine Attacke ist jetzt für den Arsch, wegen der ganzen Behinderung, die er hat. Aber das passiert halt eben. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig. Wir wollen mehr. Wir wollen viel mehr. Es gibt nämlich noch ein paar andere coole Sachen, beispielsweise der Heldenhelm. Scheinbar nicht aus Metall. Mut und Charisma plus 1, den wollen wir kaufen. Dann haben wir noch den Brickloer Flügelhelm, der bringt Mut plus 1, den wollen wir auch haben. Und dann, ja, schauen wir mal, ne? Schließen wir den Handel erstmal ab. Gucken wir mal, wie wir die Slots denn befüllen wollen. So. Achso, dich habe ich gerade. Der Heldenhelm. Da hatte ich mir eigentlich gedacht. Guck mal ganz kurz. Ja, sieht an für sich auch nicht schlecht aus, ne? Aber ich glaube, den kriegst du. Gut. Angucken nochmal. Mut und Charisma. Das ist eigentlich was für meinen Zwergi. Los Problemos ist dabei nur. Ja, er rennt dann so. Ein bisschen Nacki-Schrube. Nacki, Nacki, Nacki. So, gucken wir mal ganz kurz. Aber dann verticken wir das Ding. Das passt eigentlich ganz gut zu ihm. Aber, ja komm, weg damit, weg damit. Kaufen wir ihm noch ein paar andere Dinge. Also, was haben wir? Der zwergische Mantel ist eigentlich cool. Das Problem ist nur, es blockiert Magie, weil Metall drin verarbeitet ist. Deswegen müssen wir mal ganz kurz gucken. Also, ich will mal kurz meinen Zwerg nehmen, um noch mal zu gucken, was hat er denn jetzt gerade ausgerüstet. Also, das Ding hier macht 2-2 und es sind auch gleichzeitig Lederarmschienen. Ja, das ist auch nicht so besonders prall da vorne. Der swattierte Lederwams ist 2-2-2-2-2 und Arme auch. Irianleder ist auch ganz nett. Nietenarmschienen, na, gucken wir mal. Edle Handschuhe, ist irgendwas? Nein. Wattierter Waffenrock ist auch 2-2-2-2-1. Das können wir auch nehmen. Oder die verstärkte Lederweste. Ich nehme die verstärkte Lederweste erst einmal. So, schließen wir ab. Gucken wir mal, was es bringt. So, also wir können noch Handschuhe anziehen und Schulterpanzer mit ihm. Das machen wir dann nochmal. Gucken wir mal, was haben wir denn hier Feines noch dazu zur Verfügung. Also wir haben einen Lederschulterpanzer für 2-2. Leder ist gut, weil blockiert keine Rüstungen. Ja, besser als das Teil. Verstärkte Lederhandschuhe. Guck mal, edler Handschuhe ist auch nur 1-1. Das Ding können wir schon nicht mehr kaufen. Der Gambel. Na, der Gambelsum wäre noch gar nicht mal schlecht gewesen, aber drauf gedingst. Ihr wisst schon was, ihr wisst schon was. Genau, Handschuhe. Die Irian-Lederhandschuhe kosten. Ja, komm, nehmen wir die. Und dann würde ich sagen, sind wir hier. Was? Oh, Fark! Oh fuck, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Was? Kannst du die tragen, mein Fräulein? Ja, dann haben wir sie nicht umsonst gekauft. Okay, andere Handschuhe, please. Ja. Andere Handschuhe. Soldatenhandschuhe vielleicht. Irgendwas. Ja, wobei, das lohnt sich jetzt an und für sich auch nicht, wenn das nur 1-1 ist. Das brauchen wir auch nicht. Edle Handschuhe, sonst noch irgendwas verstärkt. Lederhandschuhe. 2-2. Gucken wir mal, irgendwas von wegen Rasse. Ah, come on. Sieht nicht danach aus, dann verstimmst du die verstärkten Lederhandschuhe. So, und dann hätte ich die auch direkt mit dem richtigen Charakter kaufen können. Oh, ach so, ja, warum wurde das dann hier nicht angezeigt? Naja, wie dem auch sei, ist jetzt erstmal wurscht. Wir haben auf jeden Fall jetzt mal endlich an der Brust 2 Rüstungsschutz und nicht nur einen. Und ich fürchte, das wird auch nicht so großartig viel besser. Okay. Das wäre an dieser Stelle hier erledigt. Wir sehen uns bei einem anderen Händler wieder. So, da bin ich wieder.
jetzt bin ich hier beim Schmuckhändler und ich habe offscreen noch ein paar Dinge verkauft, weil sonst wird es... Kann ich mir gar nicht das kaufen, was ich theoretisch kaufen will, deswegen, ich muss immer noch priorisieren. Also ich habe meine Zünderschwämme und so weiter noch was verkauft. Wir haben einmal den Astralspeicherring, der Astralenergie plus 10 gibt, haben will. Wir haben Amulett der Konstitution, haben will. Und das war's dann auch so ziemlich. Amulett des Mutes wäre noch cool gewesen für plus 1 Mut. Gewandtheit, der Ring, noch 1 Gewandtheit. Was habe ich denn? 20 Dukaten noch? Nee, an und für sich müssten wir eigentlich ziemlich gut ausgestattet sein mittlerweile. Ich glaube, das ganze Zeug habe ich mir... Wer kriegt das? Ich glaube, das kriegst du. Den Ring kriegst du. Genau. Wer hat das Ding jetzt, wer hat das Zeug jetzt eingekauft? Ich sollte das tatsächlich mal im Auge behalten. Oder warst du das? Wer hortet das gute Zeug? Ja. Fark. Na? Das musst du gewesen sein. Oder hast du das denn gekauft? Ah, da ist es. Oh Gott, ey. Die Konstitution. Die geht an Vorgrim. Was? Du hast schon ein Konstidings. Du hast noch kein Konstidings. Du kannst es gut benutzen. So. Wundervoll. Das gibt ihm noch ein bisschen mehr Kavums. Okay. Großartig, mehr kann ich jetzt hier auch nicht mehr tun. Das Einzige, was ich noch tun werde, ist, ich werde noch Einbeerensäfte brauen und mal gucken, ob ich hier noch das ein oder andere Tränklein abstauben kann. Was kann ab? Guck gerade mal kurz, was sie denn hier noch im Angebot hat. Gegebenenfalls an direkten Tränken. Ja, das Inventar ist vollgemüllt mit dem Zeug, was ich ihr verkauft habe. Ich frage, ob das so gut gewesen ist. Fingerfertigkeitselixier, nein. Oh, Einbeerensaft habe ich ihr auch mal verkauft. Oder das Elixier habe ich ihr, glaube ich... Hast du noch irgendetwas anderes antränken? Das sieht nicht danach aus. Okay, dann gucke ich mal. Also, was noch ganz gut wäre, wäre... Wo haben wir es denn? Wollen wir zum Raurichen nicht? Ausdauertrank. Das Rezept kaufe ich mir mal und werde versuchen, noch das ein oder andere Ding davon zusammenzuschustern, wenn es klappt. Ansonsten eben nicht. Aber schauen wir mal. Bis gleich. Hey ho, ich meine, ich bin wieder hier bei der Mosperanischen Ruine. Jetzt wollte ich eigentlich, oder ich habe einen Fehl gemacht, einen Aufnahmefehl. Ich habe vergessen, die vorherige Sequenz zu beenden und habe dann die beendet, als ich die nächste aufnehmen wollte. Ist jetzt aber nicht so wahnsinnig viel, ich werde nur kurz zeigen, was ich gemacht habe. Also, Numero Uno. Ich habe insgesamt jetzt 94 Einbeerensäfte herstellen können und wie ihr seht, noch 10 Ausdauertränke dazu gebraut. Für den nächsten Bosskampf. Dann war ich beim Schmied und habe ein Rezept für Vorgrim gekauft, nämlich die Bärenfalle. Moment. Schmieden, Bärenfalle. Kann man ganz gut herstellen. Und wie ihr sehen könnt, die sind sehr gut. Hätte ich die mal für die Kämpfe in der letzten Episode gehabt. Ja, damit hätte ich das ein bisschen schneller hinkriegen können. Mir geht es jetzt aber in erster Linie um diesen enormen Schaden. Die habe ich Feiris gegeben. Weil sie die Fallenstellerin der Gruppe ist, natürlich. Dann war ich bei den Elfen, hab bei der Frau Quellensinn, das ist da, wo Ardo liegt, im höheren Bereich. Oh, sie könnte noch einen Schulterpanzer... Ah, scheiß drauf. Bei der Frau Quellensinn habe ich einen weiteren Zauber gekauft, nämlich den Zauber Ruhrkörper Ruhrgeist. Den habe ich bis jetzt nicht gekauft, weil ich nicht gewusst habe, dass der gut ist. Also im Originalregelwerk ist es nämlich so, du zauberst den und dann schläft jemand besser die Nacht durch und reinigt seinen Körper dabei. Hier ist das Ding besser, nämlich Zauberfertigkeitspunkte durch 4 wird pro Sekunde an ASB, Lebenspunkte und Ausdauer geheilt und heilt eine kritische Wunde. Im Gegensatz der Balsamsalabunde, der direkt Lebenspunkte heilt, halt keine kritischen Wunden, sondern normale Wunden. Diesen Zauber habe ich für Feiris gekauft und für meinen Zwerg, den... Kann man den Namen nicht merken. Ebbo. Dazu besitzen Ebbo und Feiris. Ich hoffe, dass das wirkt. Ich habe es, glaube ich, noch nie ausprobiert. Den Zauber Restituto. Den habe ich schon etwas vor geraumerer Zeit gekauft. Und zwar hebt das Ding Mali auf, die durch magische Effekte herbeigerufen werden. Und den habe ich mir eigentlich explizit nur für einen einzigen Kampf gekauft. Nämlich den, der jetzt wie folgt. Also nicht jetzt direkt folgt, sondern der zukünftig folgt. Nämlich jetzt. Kehren wir endlich ein, nachdem es so lange delayed wurde, in die Bosperanische Ruine. Und spätestens am Ende dieser Ruine wird sich zeigen, ob meine Leute einigermaßen was auf dem Kasten haben, was heißt einigermaßen, ob sie ausreichend was auf dem Kasten haben oder auch nicht. Die Bosperanische Ruine ist relativ lang, von daher... Lasst es uns gemeinsam verschmettern. Willst du wissen, was hier ist?
damit zerstört. Und wie gehen wir ins Heiligtum der dunklen Göttin finden, Marika? Du zweifelst an meinem Glauben, Rin? Dabei war ich es, die Zaphira Blutklinge angefleht hat, den Worten des Krückenmannes zu glauben und ihm hierher zu folgen. Nach 10 Jahren der Suche will ich endlich ihr schönes Antlitz wieder erblicken. Schwestern, letzte Nacht träumte ich von der dunklen Göttin. Doch sie hatte eine schreckliche Fratze aus bleichen Knochen. Hallo Mädels. Wer ist das? Schwestern, nun werden wir Blut vergießen. Sind das hier weibliche Hellraisers? Ich schätze, das habt ihr bereits. Hat euch der Schwarzgewandte gesagt, dass ihr die Elfenwachen töten sollt? Woher weißt du das? Moment mal. Suchst du auch die dunkle Göttin? Und träumst von einem Skelettgesicht? Sei nicht dumm, Nivin. Und hüte deine Zunge vor Fremden. Kommt, lassen wir lieber unsere Schwerter sprechen. Ja, for enemy time. Okay. Hätte ich mal Flower Fallen aufstellen sollen? Nein, niemals. Sternenstaub auf die da. Ja? Du, okay, wir haben unseren Freund, dann gehst du auf die da. Und mein, wo ist der Ebo? Der Ebo. Den steuere ich selber. Leib des Erzes zum Niederwerfen gemacht. So, du kämpfst ein bisschen auf dem Boden. Du auch. Gegen menschliche Gegner ist dieser Zauber so geil. 2 Abenteuerpunkte. Was ist mit dir los? Achso, du willst... Du magst doch Mädels. Dann geh mal in den Nahkampf. Bodenturnen! 1, 2, 1, 2. Okay, das Vieh liegt auf... die Dame liegt auf dem Boden. Du machst einen Spezialschuss auf... Nein, du machst einen Spezialschuss dann auch bitte auf sie. Weil sie auch funktioniert. Los, du kriegst sie platt gemacht, genau. Wir sind ausgerüstet. Die unheimliche Quest der Ruine wurde aktualisiert. Ja, ich werde das mit dem Kräuterkundlern, werde ich hier... sein lassen. Wir kriegen hier Amazonen-Ausrüstung, was ganz nett ist, nichts Weltbewegendes. Das waren nur 2. Wo sind sie? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Wir müssen sie uns ungefällig ausnehmen. Ich meine, es sind scheinbar Targunitot-Anhänger. Das wird die bleiche Göttin gewesen sein, von der sie reden. Das ist eine Erzdämonin, die Widersacherin des Herrn Boron. Okay. Nachdem wir uns nun hier ein bisschen durchgewaselt haben, ist die Frage meistens folgendes. Ich bin bereit. Ja, das ist schön. Ja. Ich nehme dich, weil du ein bisschen mehr siehst hier, wenn wir durch die Gegend laufen. Auch wenn es ungünstig ist, dich hier erstmal an die Front zu stellen. Aber es ist leider so. Gehen wir mal kurz hier gucken. Wir haben hier die alte Tür. Aber sicher. Die wir öffnen können. Sieht mir nach einer alten Säule aus. Der fiese Stampfer. Oh, da buddelt sich was aus dem Es sind Skelette. Mächtige Skelettkrieger, die unseren Weg ebnen haben. Also Skelett. Ist das da hinten irgendwie was? Auch nur ein Skelett, okay. Na gut, Skelette sind normalerweise nicht so gut ausgelegt darauf, dass wir sie mit... Na los. Ich stelle euch mal auf aggressiv, das ist glaube ich ein bisschen besser. Du machst den hier und du machst wieder Sternenstaub. Woher kommen diese widernatürlichen, am Leben erhaltenen Leiber? Aus dem... Hat nach all der Zeit noch Macht über sie. Das hört sich in der Tat danach an, dass Targunitot hier ihre Fingers im Spiel hat oder irgendwelche nekromantischen Widersacher von uns. Oh, Quan hat Stufe 8 erreicht. Yes. Oh, und die Skelette haben Stufe richtig tot erreicht. Geht mal auf Seite hier. Ausgebleichte Knochen, keine Ahnung, ob man sie gebrauchen kann. Ich werde sie auf jeden Fall mal mit... Ich glaube, davon habe ich schon eine ganze Menge verkauft. Ich glaube, es gibt hier auch sowas wie Skelettkrieger. Oder sowas. Also Skelettmagier, wollte ich gesagt haben. Die Urne muss dran glauben. Und auch diese Urne muss dran glauben. Oh. Oh, Falle entdeckt. Da ist diese alte Tür doch glatt von einer Falle beharkt. Seltene Münze gut zu verkaufen. Hä? Mag das keiner aufnehmen? Na gut, dann eben nicht. Da ist noch eine weitere Urne. Sehr, sehr gut. Schauen wir mal, was da drin ist. Sandstein, Leder und Fussel. Gut, dann bist du jetzt gefragt, mein Freund. Mir gefällt nicht, dass das Ding noch so guckt. Ups. Eigentlich wollte ich, dass du das Ding... Das kann der ab. Der ist gut dabei. Das kann der ab. Der mag das. So. Und dann eine Tatsache... Hier stinkt's gewaltig nach finsterer Magie. Aber für Ardu würde ich in jedes Loch kriechen. Wir müssen dieses Heilmittel finden.
Das werden wir auch tun, hoffe ich. Kommt nochmal auf die... Ja, ihr seht, diese Ruine ist groß. Richtig. Bleiben wir erstmal auf derselben Ebene. Das Gute im Gegensatz zu anderen Spielen ist, die ich gerade spiele, dass die Karte immer automatisch aktualisiert wird. So werde ich mich nicht ganz verlaufen, hoffe ich. Aber wie gesagt, ich wünschte manchmal, dass man einfach nur in diese Urnen reingreift, kaputt gehen, dadurch wird angezeigt, dass sie nicht mehr befüllt sind. Und dann hat sich die Sache. Zum Glück brauchen wir mehr Fallenkind. Ja. So. Gucken wir mal, ob du das dieses Mal hinkriegst. Eine kleine Ladepause. So, kommt her. Ja, komm. Oh, habt ihr das gehört? Fulminictus! Das ist ein Magier. Angriff! Ich hoffe, es war bald ein Magier. Was? Ja, du hast richtig gehört. Mach mal einen gezielten Stich. Auf den... Ja. Fulminictus, Donnerkeil. Kriege ich... Es scheint so, als hätte ich gerade mit enormer Güte den Skelettmagier niedergerungen. Oh, da ist noch einer. War noch einer übrig. Gut, jetzt nicht mehr. Ja. Guano, du regenerierst natürlich fein weiterhin. Eine hochwertige verschlossene Truhe. Versuch erstmal diese Falle hier zu entschärfen. Okay, beim Versuch ist es geblieben. Letzte Haarnadel. Shit, ich hätte welche kaufen sollen. Ich vergesse es jedes Mal. Knacken misslungen. Na, na gut, jetzt ist er hier. Leider Gottes mit gehandicapt. Kein Diebeswerkzeug benutzen. Ja, dass kein Diebeswerkzeug benutzen bedeutet, dass die Erschwernis halt höher ist. Aber das werde ich zur Not dann offscreen machen. Aber gucken wir uns erstmal hier in diesem Raum um, ob hier sich noch andere Sachen befinden. Ja, das ist so. Weitere Urnen. Hoffentlich lässt sich der Inhalt dann auch nehmen. So, gucken wir mal. Sandstein, seltene Münze gut, seltene Münze gibt Geld. Und mittlerweile, ich habe zwar im Grunde jetzt soweit das Wichtigste eingekauft. Ich brauche nicht unbedingt noch deutlich mehr Geld, deswegen werde ich das mit den Kräuterfarmen noch ein wenig bleiben lassen. Was? Wenn das jetzt hier nicht funktioniert, dann werde ich nochmal in die Stadt gehen und mir das Diebeswerkzeug holen. Wir sehen uns gleich wieder, falls es geklappt hat. Kaum hat man Fixens Gunst eingesetzt, dann funktioniert der Krack. Gut gemacht. Gut. Teil eines Rezeptes unidentifiziert. Das bosparanische Rezept. Mal gucken, ob wir das identifizieren. Wo habe ich es? Achso, ist das hier? Moment, dann gucken wir mal hier. Aha, Rezeptteil. Identifiziert. Wir haben die Magiekunde. Teil 2 von 5. Gegebenenfalls werde ich das... Oh, 20 Abenteuerpunkte. Nice. Werde ich das vorlesen. Das ist eine der Nebenaufgaben, die man hier erfüllen kann, nämlich die eben jenes bosparanische Rezept zusammenklauben. Diese 5 Teile. Und es gibt ordentlich Abenteuerpunkte dazu. So, das aber, wir haben noch nicht, deswegen habe ich auf die Karte geguckt, noch nicht in dieser Richtung nachgesehen. In dieser Ruine ist es erste Mal von Relevanz, ob man Zwergnase auf einem halbwegs brauchbaren Wert hat. Das sieht mir nicht nach einem abgeschlossenen Raum aus, deswegen gucken wir uns mal hier in der nächsten... Oder hier. Ja. Hier nochmal ein bisschen um. Wir stehen noch unter Fexens Gunst, das ist auch noch... Wir sind noch ein Weilchen dran. Was? Oh, Spike-Stacheln von unten. Böse, böse, böse. Und noch mehr Skeletoren. Vorgrim. Ich meine nicht Ebo. Schön, dass hier starten. Fark, natürlich. So, haben wir ein Skelett da... nicht ein Skelett. Haben wir einen Skelettmagier dabei? Sieht gerade nicht danach aus. Dann gehen wir auf den erstbesten drauf. Du beschwörst ein weiteres Hilfsvieh dazu. Oh, schade, wir haben es nicht geschafft. Ja. Jemanden umknacken zu lassen. Komm! Oh ja, entweder sind sie alle tot. Oder sie sind alle umgefallen. Sie sind alle umgefallen. Oh, ich liebe diesen Zauber. Dieses Ritual, besser gesagt. Nummer 2 Damage. Yes. Und klatsch und weg. Ja. Oh. Wenn ich bedenke, wie lange ich früher gebraucht habe, um diese Viecher hier umzunatzen, das ist mega, mega, mega. Ach ja, was ich auch noch gemacht habe, ist,
Ich habe bei Feiris... Nee, Quatsch, das ist ja gar nicht. Ich habe den Attributo Körperkraft auf das höchstmögliche Maximum gerade aufgewertet, sodass wir eigentlich 2-3 Punkte Körperkraft uns dazu zaubern können. Und das wird natürlich auch für Vorgrim in kritischeren Kämpfen sicherlich durchaus sinnvoll sein, weil er kriegt dadurch ordentlich Zaster drauf. So, du fängst da an. Ich sag mal so, bei den Gegnerkonstellationen, die wir jetzt hier gerade haben, da lohnt es sich jetzt noch nicht so hundertprozentig. Du machst einen Sternenwurf auf den Feind. Da lohnt es sich noch nicht so. Behaupte ich jetzt. Weil wir auch schon mal gegen die Schröter hier ordentlich. Oh, eine auffällige Stelle. Sehr, sehr gut. Von unten muss ich nochmal zurücklaufen, weil ich nicht genau weiß, in welche Richtung es hier am besten weitergeht. Okay, der Große ist hinüber, der Kleine, den kriegen wir auch geplättet. Natürlich habe ich jetzt meine Attacke-Werte ordentlich gegeben. Oh. Okay, du hast auch eine Wunde gekriegt. Ja, das macht nicht so. Fangen wir mal schon mal an, sie zu heilen. Den kriegen wir auch platt, so. Balsam Salabunde. Funktioniert es? Funktioniert. Scheitert euer kleiner Geist an dieser Prüfung, die für bloße Novizen bestimmt war? Ich könnte euch helfen. Das ist sehr freundlich von euch, oder? Wie würde das wieder in euren Plan passen, oder? Nein, ich schaffe das auch ohne Hilfe, eure Hilfe. Wie würde das wieder in euren Plan passen? Mein Angebot ist selbstverständlich rein wissenschaftlich motiviert. Ich habe ein Interesse daran, dass die Versuchsgruppe 2 mein Experiment bis zum Schluss durchläuft. Und wo ist der Haken? Helfe ich euch, so beraube ich euch einer wertvollen Erfahrung. Ihr lernt nicht, eure Angst vor dem Versagen zu überwinden. Oder ängstigt es euch vielmehr, ihr könntet euer Ziel nicht erreichen. Dieses Herumgetanze auf dem Platten ist mir zu albern. Bitte nach euch, oder? Nein, ich schaffe das auch ohne eure Hilfe. Lass mich erstmal hier gucken, was in diesem Raum ist, ey. Ich glaube aber, dieses Rumgeranze hier mit diesen Steinplatten, ich nehme mal die Kieferzangen mit, die sind einigermaßen brauchbar, würde ich sagen. Insgesamt, Eola. So vom großen Hirschkäfer, so, und dann haben wir noch hier diese auffällige Stelle. Ich glaube, dann haben wir sogar alle aber vier. Sicher. Wobei ich die mit meinem Zwerg auflesen werde, weil die damit verbundene Queste... Ja, ich glaube, da muss ich zurückgehen, weil die Questgeberin ist noch an einer anderen Stelle. Rondra kam der Löwin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, ob ich die nachfolge. Das habe ich jetzt erst gelesen. Und zwar diese Stellen. Die werden später markiert, wenn man die Quest entsprechend hat. Und dann kriegt man, glaube ich, Abenteuerpunkte dafür, wenn man die Sachen findet und aufsammelt. Ich weiß nicht, ob ich das im Nachhinein kriege. Regeln der Denkaufgabe. Ich weiß nicht, ob ich das im Nachhinein kriege. Das heißt, ich habe gegebenenfalls... ein paar Abenteuerpunkte in Sand gesetzt. Gott, man kann nicht alles wissen. Aber vielleicht haben wir Glück und kriegen das noch im Nachhinein. Da ist ein Skelett. Und dieses... interessant. Wir können es anscheinend nicht angreifen. Doch, gucken wir uns vorher erstmal hier um. Hier wachsen wieder ein paar Kräuter. Bleichmoor. Ich guck mal, ob es hier noch andere coole Sachen gibt. Und da gibt es noch einmal einen Waldschröter. Ja. Oh, so eine ganze Familie. Sanyasa! Hallo, Familie Waldschröter. Was? So, du machst mal deinen Angriffskraft verstärkenden Superboost. Au. Ja. Also, wieso au, ihr nix au. Der kriegt au. Das sag ich doch. So, du kriegst doch nicht diesen einen alleine. Du gehst auf den riesigen hier los und du auch noch auf den riesigen. Da brauche ich doch nicht mal die Pausenfunktion. Oi. Gut, dass wir Rüstung gekauft haben, möchte ich mal sagen. Ja. Ich könnte noch Spotten verwenden, aber... eine hochwertige Truhe, die sich hier verborgen hält. Na toll! Jetzt habe ich schon wieder eine Verwundung hier. Das heißt, wir werden eben mal so antworten. Ja. Mit dir gehen wir mal zu dieser hochwertigen Truhe und schauen nach, was sich darin verbirgt. Sie ist nicht verschlossen. Aber sicher. Oh, ein Teil eines Rezeptes. Oh, das ist aber schade. Jetzt kriegen wir nicht mal irgendwie Abenteuerpunkte dafür, dass wir das Ding gefunden haben. Oder müssen wir das identifizieren? Moment, gucken wir mal ganz kurz. Wo haben wir denn den Zwerg? Seitdem du den anderen Helm trägst, finde ich dich nicht mehr. Okay.
Ah, das Identifizieren bringt die Abenteuerpunkte. Das, sehr, sehr gut. Ich muss gerade überlegen, das hatte ich eben noch auf der Zunge. Und zwar mit diesem Rezept. Oh, da ist noch eine Urne, die können wir noch kaputt machen. Ich hätte nur überlegt, Punkte in irgendein Talent reinzustecken. Ich weiß nur nicht mehr genau, in welches. Das durchaus zu unseren Gunsten sein wird. Aber ich, wie gesagt, ich komme jetzt einfach zum Verrecken nicht mehr drauf, was es gewesen ist. So, wir haben es hier offensichtlich mit einer Art Rätsel zu tun. Und Archon Megalon wird uns dabei beaufsichtigen, wie wir dieses denn zu lösen gedenken. Guck mal, was hier steht. Wer will den Tod beherrschen, lerne zunächst Geduld und beweise, dass sein Wille stark sei. Der zu prüfende zügle seine Schritte auf, dass sie nicht seinem Geist vorauseilen und lasse sich von seinem Wege nicht abbringen. Die Gebeine bewegen sich, wie der Rätselmeister es tut. Dann schreite dieser auch nur eines der Felder, sodass der... sodann wird der Gebeine Weg ihm folgen. Gerade so, jedoch in seinem Felde. Scharfe Augen beobachten der Gebeine Weg, denn Fallen von tödlicher Arglist verbrennen der Gebeine Knochen. In diesem Falle jedoch erhalten der Rätselmeister eine neue Möglichkeit, sich zu beweisen, muss jedoch beginnen wieder am Starte des Gebeines. Okay. Ja. Das klingt danach, als wenn wir mit deiner Hilfe ein bisschen was sehen können. Nämlich Fallen. Aha, aha, aha. Gibt's noch mehr? Also wir müssen, so interpretiere ich das, den Weg dieses Skelettes hier dran vorbei bewegen. Ja, klingt gut. Ja. Dann darfst du. So, fangen wir an. Also, der steht da vorne. Das heißt, ich werde mich erstmal hier drauf bewegen. Was für ein Scheiß. Also, ich bin einfach nur... Ach so, Moment. Oder ist das spiegelverkehrt hier? Das sah jetzt irgendwie seltsam aus. Was ist, wenn ich mich hier drauf stelle? Okay. Es scheint spiegelverkehrt zu sein. Gut zu wissen. Dann gehen wir einfach... Ja. Und noch einen weiter. Warten wir, bis das Skelett angekommen ist. Sonst geht's, glaube ich... Danke, ihr Arschkrampen! Meine Güte! Lasst ihr nicht einmal ein Rätsel machen! Oh. Ich mach erstmal das hier. Was? Du hast, glaube ich, direkt einen Fulminictus reingehauen. Ja, das könnte jetzt daran liegen. Oh, da ist noch einer. Ja gut, dann... Bei Angriff, du regelst das, du regelst das. Gut, komm. Das vielleicht beim nächsten Mal hin. So, mein Zwerg ist fast tot. Aber du fast. Räche dich. Schlage ihn nieder. Los. Also, aber der hat immer noch Prümpfe. Er hatte immer noch. Okay, war's das? Gut. Na gut, dann darfst du jetzt das Rätsel lösen. Hoffe ich zumindest. Okay, einmal hier drauf. Next try. Dann bewegst du dich einen nach hier. Und nochmal einen nach hier. Und einen nach da. Und einen nach hier. Und einen... Wolfi! Und einen nach da. Und fertig ist die Sums. Ernsthaft? Ernsthaft! Ach so, das war's. Yay! Was? Okay, ich wusste nicht, ich habe gedacht, der muss da drauf. Aber das ist anscheinend passiert. Eola. Deswegen haben wir die geheimnisvolle Truhe geöffnet mit einem Drehstein. Ja? Hm, offensichtlich brauchen wir das Teil, um weiterzukommen. Na gut, dass ich hier lang gelaufen bin. Okay, dann bin ich doch nicht versehentlich in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier jedes Mal diese Skelette spawnen, wenn man hier mal einen falschen Schritt gegangen ist. Aber offensichtlich... haben wir es dann noch geschafft, mich oder uns derer zu erwehren. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Also, dann haben wir da noch eine Kreuzung, die wir dann auch mal gehen werden. In Hoffnung, vielleicht noch einen Teil des bosparanischen Rezeptes zu finden, derer wir bis jetzt 2 von 5 Teilen haben. Die, wie gesagt, die bosparanische Ruine ist sehr groß. Wir haben auch noch ein Untergeschoss. Ich glaube, in diesem Raum war ich schon, aber hier waren wir noch nicht. Also soll ich dich auch vorlaufen lassen, weil du ein bisschen besser die Fallen erkennst. Was? Kannst du dein Fexensgunst... Okay, aktivieren wir das nochmal, weil das ist ziemlich krass mit +3 auf Intuition, mit 3 auf Fingerfertigkeit. Also da kann man auch bei Erschwernisse von Truhen einfach mal ohne Werkzeuge im ersten Versuch knackern. Okay. Oh, es sind Gruftasseln. Das sind, ja, große... Ha!
insektenartige Viecher, die sich gerne in solchen feuchten Gemäuern aufhalten und einem das Leben schwer machen können. Aber nicht mehr so für uns. Weil wir sind stark, werden uns einfach durch sie durchklotzen. Ja, wir klotzen uns durch. Oh, Wölfi ist ziemlich im Arsch. Wir rufen einen Klon von ihr. Hilfreiche Tatze. Gut, kann man die auch... Oh, man kann die ausnehmen. Gut. Ich weiß gar nicht mehr, was in diesen Viechern zu holen ist oder aus diesen Viechern. Eola. Scheint noch ein bisschen schwerer zu sein. Gruftasselaugen. Was ich noch hätte machen können, ist, ich habe ja aus dem Effer-Tempel diese ganzen die ganzen Schuppen von den Riesenkrabben geborgen. Mit Hilfe eines wattierten Arm... wie heißt das? Wattierten Arm... wattierte Handschuh? Wattierter Arm... ah, wattierte Armling. Und noch ein paar anderen Dingern kann ich daraus eine Krabbenarmschiene basteln. Leider Gottes gibt es im gesamten Spiel nur einen wattierten Armling. Oder aber zwei wattierte Armlinge, wenn wir eine kriegerische Profession spielen würden, weil dann kann man in Nadoret an der Kaserne einen weiteren Händler bemühen und einen weiteren wattierten Armling kaufen. Und dieser Krabbenarmschiene ist deswegen praktisch, weil sie die Körperkraft um 1 erhöhen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil es wäre auch Vorgrim besonders interessant, wegen seiner hohen, weil er das direkt in einen weiteren Schadenspunkt umwandelt mit seinem Hammer. Aber er kann das Ding ja nicht tragen, weil er diese super tolle Ritterrüstung gerade trägt. Von daher, ja, ich hätte es jetzt jemand anderem geben können. Habe es jetzt aber nicht gemacht. Weil ich es vergessen habe. Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich habe es vergessen. Gegebenenfalls werde ich, bevor der Bosskampf startet, nochmal zurück nach Nadoret gehen, um nochmal meine Vorräte aufzustocken. Ei. Und dann mache ich das trotzdem. Okay. Was? Da sonst nichts mehr. Darf hier nichts übersehen. Aber hier scheint tatsächlich der Einsturz zu sein. Kein weiteres Element. Ich kann auch nicht hochklettern. Okay. Dann gucken wir uns nochmal in diesem Raum hier um. Das ist eine Grabkammer oder solche bezeichnet. Weil hier sind ganz gerne mal Truhen oder irgendwelche Objekte in Nischen verborgen oder mit irgendwelchem anderen Gerümpel, damit man nichts tun kann, hier eingemauert. Das sind die Gruftasseln. Haben wir hier hinter noch was? Nope. Auch nope. Okay, ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Ich will noch mal ganz kurz hier ins Spezialinventar gucken. Das ist... schade, hier steht hier irgendwo die Nummer dabei. 2 von 5. 1 von... Ah, okay. Wir haben also die ersten 2 Tage. Oh, gut. Ich denke mal, die Entwickler werden das... wo ist der Ausgang? Die Entwickler werden das so gedeichselt haben. Ja, da ist der Ausgang. Gut. Werden das so gedeichselt haben, dass... sie das so durchnummeriert haben in der Reihenfolge, in der man das auch irgendwie hier über den Weg läuft, wenn man hier durchgeht. Jetzt angefangen vielleicht von da hinten zu zählen, wo wir das Rätsel gerade eben noch gelöst haben. Was anderes kann ich mir jetzt weniger vorstellen. Das ist, ich nehme es mal als Indikator dafür, dass ich bis jetzt alle gefunden habe. In diesem Raum waren wir schon, aber das, was, ich gehe einfach nochmal die Ränder ab, damit ich sehe, okay, auf jeden Fall, dass ich hier noch irgendwas übersehen habe, dass ich weiß, okay, hier waren wir schon, die hochwertige Truhe haben wir schon aufgemacht. Tut mir leid, ich habe früher auch sowas wie Command & Conquer gespielt oder Warcraft 2. Da ist mir jedes Mal ein Dorn im Auge gewesen, wenn ein Fitzelchen der Karte nicht aufgedeckt war. Ja, so pedantisch bin ich da leider Gottes. Oder auch bei Sachen wie Sacred oder sowas, glaube ich, war das auch. Wenn auf dieser großen Übersichtskarte noch irgendeine Form von Fitzelchen an Verdeckung drauf war, war ich unzufrieden, meine Herren. So, ich glaube, mit dem Stein müssten wir da lang gehen, wir eben nochmal hier diesen Seitengang entlang. Schau nach, ob sich hier weitere Rezeptteile oder andere Schnuckeligkeiten noch verbergen werden. Gut, dass du unter Fixens Gunst stehst. Ja, eigentlich ist das eine Sache, die man permanent anhaben kann, weil sich der Karma-Punkt schneller regeneriert, als diese Fähigkeit jetzt wirkt. Also zumindest jetzt auf dieser Stufe, weil die skalieren ja mit Stufe. Fällt eine Münze, okay. Na, hier war mal eine Treppe. Ich weiß nicht, man kann nicht ganz nach oben gucken, aber letztendlich ist das hier, glaube ich, dieser Gang
der relativ weit unten ist, den man schon von oben sehen kann. Zumindest theoretisch, weil das Ganze ist jetzt ja hier leveltechnisch eine eigene Instanz durch die Ladezone. So. Sind wir wieder hier. Jetzt müssen wir mal schauen. Das war nur ein Nebengang. Unser Ziel ist es jetzt zurück. Das war glaube ich hier. Genau, jetzt wieder zurück in die Haupthalle zurückzufinden. Und dann schauen wir uns mal hier um, wo es dann noch gegebenenfalls weitergeht. Wir haben uns jetzt auf dieser Ebene hier wirklich sehr, sehr ausreichend umgesehen. Ich renne eben hier nur in diese Ecken mit rein, um wie gesagt die Karte entsprechend mit aufzudecken. Gegebenenfalls noch nach Schatztruhen und etwas und ähnlichen Behältnissen Ausschau zu halten. Hier, ah okay, wir müssen insgesamt, wie viele sind es? Viertes, okay, wir haben ein Drehelement, wir müssen noch drei weitere sammeln, um tiefer hier reinzukommen. Gut. Als die Sonne strahlend aufging, beschloss der Kämpfer ohne Namen, den vertrauten Fluss zu verlassen und dem Wind zu folgen, wohin dieser auch wehen möge. Mit rätselhaften Versen als Hinweis gilt es, die richtigen Symbole nach vorne zu drehen. Okay, also wir müssen erstmal die Dinger finden und gleichzeitig die Symbole nach vorne drehen. Die Frage, wir können da lang und wir können da lang. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auf allen Wegen ein am Ende des Ganges ein entsprechendes Drehelement finden. Oh, noch mehr von diesen Viechern. Upsi. Dann machst du den. Ja. Du machst den. Ja. Und du machst den Sternenstaub mal auf uns alle. Weil euch werden wahrscheinlich alle Gegner debufft und wir gebufft. Oh, sind wir umgefallen. Oh, sind wir fast tot. Oh, mal die fallen ja fast von alleine um. Oh, ich glaube, wir müssen Rondra-Kamm. Mittlerweile eine geweihte Waffe. DSA 5. Ich glaube, deswegen nicht mehr von Normales zu verwenden. Thank you, my wolf. Das nächste Tier, man kann das im Zauber nachgucken, ist ein Schwarzbär. Ja. Problem ist, der Schwarzbär hat eine scheiß Trefferwahrscheinlichkeit im Gegensatz zum Wolf. Lebt da noch was? Ich glaube nicht. So, ihr dämlichen Amazonen. Ich werde euch zurück zu eurer Herrin schicken, die ihr so unbedingt immer von Angesicht zu Angesicht sehen wollt. Selber doof, wenn man sich mit ihr einlässt. Keine Ahnung, warum Amazonen sowas tun sollten, weil die normalerweise an und für sich relativ... mal sagen, nach ihrem eigenen Regelwerk relativ rechtschaffend sind. Falle? Was haben wir hier? Oh, noch mehr schwarze Amazonen. Das ist rassistisch! Du schießt auf die hier. Ich hab gesagt, du schießt auf die hier. Bei Angriff Schwarz! Weißt du, was Schmalz im Ohr? Was mit dir? Bist du noch? Ja komm, mach mal wieder den umwerfenden Effekt. Oh, Vorgräben. Wir machen ihm den Weg. Er macht sich selber den Weg frei. Der ist so frei. Wir sind aber nicht... Wir sind feministisch veranlagt, weil wir ihn aufs Maul hauen und keine Gnade kennen. Ah, du bist noch am Leben. Du warst noch. Ei. Dann wollen wir sie mal weiter looten. Ich finde das so dämlich. Die haben offensichtlich Säbel, Waffen und anderes Zeugs dabei. Aber wir kriegen nur das nutzlose Zeug. Ja gut, nutzlos ist es nicht, aber... Ja. Jedenfalls das Zeug, was sich nicht zu ganz schön viel Geld machen lässt. Ich hasse es. Vielleicht ist dafür hier ein bisschen mehr Geld drin. Oder Zeugs, was sich zu Geld machen lässt. Oh, ja, alte Münzen, gut. Du da, halt. Und keinen Schritt weiter. Weißt du nicht, dass hier unten unsere dunkle Göttin darauf wartet, von ihren treuen Dienerinnen wieder erweckt zu werden? Deine Schwestern haben nicht lange geredet, sondern gleich angegriffen. Oder warum dienst du ihr? Damit hast du Rondra verraten. Die Schwertgöttin hat mir nie beigestanden. Warum sollte ich sie also nicht verraten? Du hast deine Göttin verraten, weil sie dir geholfen hat? Ich bin doch nur meiner Schwester in die Arme des Kultes gefolgt. Sie sagte, das wäre das Richtige. Dann kehre um. Vielleicht ist deine Seele noch zu retten. Meinst du denn, die Göttin wird mich zurückwollen? Rondra ist der Kampf. Wer kämpft, verdient ihren Respekt. Dann gibt es vielleicht einen Weg. In diesen Mauern ist eine Geweihte der Rondra zu Tode gekommen. Ihre Seele geht um.
Meine Schwestern haben versucht, sie zu verdammen. Doch sie können sich der heiligen Aura ihrer Seele nicht nähern. Wenn ihr ihr helft, Surundra zu finden, ist sie vielleicht bereit, meine Seele freizusprechen. Wollt ihr das tun? Natürlich! Alles für die Götter! Na gut, aber nur weil du es bist. Angriff, nein, löffel deine Suppe selbst aus. Nein, wir greifen nicht an, aber nur weil du es bist. Die Seelenrettung. Die haben wir, glaube ich, sogar schon. So, dann haben wir uns ein bisschen ihrer Gunst verdient gemacht. Ja, vielleicht nicht so hundertprozentig. Ja, mal sehen, was daraus am Ende wird. Ich müsste jetzt theoretisch sämtliche Questgegenstände für die Seelenrettung auch schon dabei haben. Deswegen verzichte ich dann doch lieber ein bisschen auf die Abenteuerpunkte, wenn dem so ist. Nur ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Apropos Schelm. Ja. Lalalala. Mal sehen, ob du einen Freibrief da... Toll. Nix. Ei. Gar nix. Ja? Bevor wir aber uns weiter hier reinbewegen, ruf nochmal deinen freundigen Freund dazu. Hilfreiche Tatze. Und du hast noch genug Astralpunkte jetzt, dank des neuen Ringes, den wir dir gekauft haben, dass du deine Rüstungsstärke noch ein wenig nach oben emporschrauben kannst. Oh, ich mag die Atmosphäre hier in diesem Raum sehr, sehr gerne. Hier führt uns also die Quest hin, zu der uns... Ach, aufrechte Recken. Hier, an diesem schrecklichen Ort. Ah, eine Rondra-Geweihte. Wer seid ihr? Im Leben war ich Leondril Leuenzunge von Donnerbach. Ich diente der Herren Rondra. Und wer seid ihr? Mein Name ist Ebbo, Sohn des Pharaxel. Bist du einem Targatz begegnet? Das bin ich. Er ist mein Mörder. Ein Paktierer, der Borons finsterer Widersacherin dient. Hat er euch hier heruntergelockt? Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Tagebuch, was ich vor geraumer Zeit mal vorgelesen habe. Darin hat er auch beschrieben, dass er die hier, die Hure der Rondra, die Löwenhure oder sowas umgebracht hat. Nein, dem Kerl bin ich nie begegnet. Targatz ist ein Gefolgsmann des finsteren Borbarat, dem er in den Magierkriegen große Dienste leistete. Ein wirklich schlimmer Gesell, skrupellos und mächtig. Borbarat, ist das nicht der Feind von Rohalt im Weisen? Und sind die Magierkriege nicht bestimmt 500 Jahre her? 500 Jahre? Kann das so lange her sein? Bei Rondra? Ob der Paktierer so lange überlebt hat? Wenn er tot ist, wird niemand mehr meine Seele befreien können. Er hat eure Seele hier gebunden, oder? Könnt ihr eine verlorene Seele aus ihrem Pakt befreien? Immer das Erste. Meine Seele ist hier gefesselt, dazu verdammt, die Ewigkeit an diesem unheiligen Ort zu verbringen. Wie schändlich! Lässt sich eure Seele befreien? Er hat meine Gebeine, mein Magierschwert und mein Rondra-Amulett genommen und vergraben, damit sie niemals gefunden werden. Hat er gesagt, wo er sie vergraben hat? Nein, so dumm war er leider nicht. Er sagte nur hohnlachend, dass er sie an vielen verschiedenen Stellen vergraben wird. Ich muss also eure Knochen finden. Seid ihr dann frei? Beinahe. Wenn ihr meine Gebeine und die beiden Gegenstände findet und sie in den Sarkophag hier neben mir in Rondras Namen beisetzt, wird meine Seele den Weg in die Hallen Borens finden. Wollt ihr das wagen? Das will ich tun. Kannst du nicht aussprechen lassen? Du kehrst zurück. Hast du die Knochen der Priesterin gefunden? Das habe ich. Sie lagen unter den Steinschädeln. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, dir die Wahrheit zu sagen. Du bist einer List aufgesessen. Ich habe dich nur benutzt, um an die Knochen der Priesterin zu gelangen. Dank deiner können wir ihre Seele nun doch noch der dunklen Göttin opfern. Bei den Niederhöllen! Verräterin, stirb! Schwestern, tötet ihn! Ja, das haben sie das letzte Mal auch nicht geschafft. Können wir uns der fiesen Amazone und ihrer Schwesternschaft erwehren, die noch hier sind? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Drakensang Abfluss der Zeit. Bis dann, ciao!